Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir befinden uns in der finalen Runde, im finalen Duell des Königreichs der Duellanten. Yugi Muto gegen Joey Wheeler. In der letzten Folge haben wir 4 Duelle zum Preis von einem gehabt. Wir haben Bandit Keith so richtig schön in den Arsch getreten. Und danach hat uns Joey so richtig schön 3-mal in den Arsch getreten. Ich bin gespannt, ob sich dieser Trend jetzt fortsetzt, ob Joey uns wieder in den Arsch tritt oder ob Yugi siegreich aus dem Kampf hervorgehen wird. Es ist Zeit für ein Duell. Mit dem Sieg von Joey über Bandit Keith war es nun an der Zeit für das Finale des Turniers. Es war Joey gegen Yugi, beste Freunde. Beide duellieren sich für große Gründe. Große Gründe? Ich liebe meine Alliterationen. Ich muss dieses Spiel gewinnen, damit ich Pegasus duellieren und meinen Großvater retten kann. Aber um zu Pegasus zu kommen, muss ich erst meinen besten Freund Joey besiegen. Ich muss für meine Schwester Serenity gewinnen. Yugi? Ich hoffe, du hast nicht irgendwelche Bedenken, was den Kampf gegen mich angeht. Es tut mir leid, Joey. Aber ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Schau mal, Yugi. Du hast es selbst gesagt, dass wenn es zu uns beiden kommt, wir einfach unser Bestes geben würden und ein ehrenhaftes Duell haben. Das ist die einzige Art, wie wir wirklich wissen werden, wer von uns am besten darauf vorbereitet ist, Pegasus im Finale ranzunehmen. Lass uns also duellieren. Okay, vielleicht hat Joey recht. Ich möchte das vielleicht nicht, aber dennoch, es muss getan werden, wenn wir Pegasus schlagen wollen. Was sagst du, Yugi? Lass uns anfangen. Okay, Joey, es ist Zeit für ein Duell. Natürlich wieder mit dem Geschichtsdeck. Ich bin ja mal gespannt. Versuch mich gerade zu erinnern, wie Yugi das Duell gewonnen hat, was es da für ein Gimmick gab. Das Gimmick in dem Duell war tatsächlich der Zauberer der Zeit oder das Ausschlaggebende. Nur ich glaube kaum, dass Yugi die Karte in seinem Deck hat. Doch hat er. Wir haben hier einige Karten im Deck, die da überhaupt nicht hingehören. Alter. So, der dunkle Gelehrte. Das ist die Karte, mit der Yugi das Duell gewonnen hat. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Da brauchen wir nämlich den Zauberer der Zeit zu. Wir haben den schwarzen Magier auf der Hand. Wir haben den schwarzen Rotaugendrachen auf der Hand. Was haben wir denn in unserem Fusionsdeck? Ja, ich denke, da knallen wir mal richtig rein, oder? Wir nutzen die Kunst des Zerstörers, um uns ein weiteres hochstufiges Monster aus unserem Deck zu fischen. Und zwar den Beauftragten der Dämonen oder herbeigerufener Totenkopf, wie die übersetzte Karte im Deutschen heißt, Summoned Skull. Jetzt können wir nämlich die Fusion aktivieren und das mächtigste Monster in unserem Deck rufen. Im Anime war es tatsächlich Joey, der dieses Monster beschworen hat und nicht Yugi. Denn wir kombinieren jetzt den Beauftragten der Dämonen mit dem schwarzen Rotaugendrachen und rufen den schwarzen Totenkopfdrachen mit einer Angriffskraft von 3200 Punkten. Und das Schöne ist, Joey hat überhaupt keine Zauber- oder Fallenkarten auf dem Feld. Nur sein mickriges Monster. Ich hoffe nur, dass das kein Effekt ist. Nein, es ist der Flammenmanipulator. Joeys Lieblingskarte in diesem Spiel. So, das lief doch schon mal ganz gut. Solange Joey uns das Monster jetzt nicht vom Feld fegt mit irgendeiner Zauberkarte. Schwarzes Loch, Raigeki gibt ja genug Möglichkeiten dafür. Ja, toll wäre es auch, wenn ich mal irgendwas ziehen würde, was ich tatsächlich dann auch ausspielen kann. Damit wir ja auch mal Nutzen daraus ziehen können, dass wir so ein starkes Monster auf dem Feld haben. Indem wir dann auch mal einen Angriff auf Joeys Lebenspunkte starten können. Weil im Moment ist das relativ witzlos. Wir geben ihm nur die Zeit, die er braucht, um uns zu kontern. Jetzt wird es nämlich gefährlich. Deswegen werde ich jetzt gleich mal den schwarzen Magier aufs Feld rufen. Die antiken Regeln kennen wir ja schon. Die hat Seto Kaiba in seinem Duell auch benutzt. Die erlauben es uns, ein hochstufiges Monster direkt von der Hand zu spielen. Das bedeutet, wir können jetzt hier richtig draufhauen. Auf die Kacke quasi. Mit Animation sogar. Was haben wir da eigentlich gerade zerstört? Den Wächter des Labyrinths.
So, und wenn Joeys Fallenkarte da jetzt nicht Mirror Force ist, obwohl die hätte aktiviert, oder Sakuretsu Armor oder sowas, kann der schwarze Totenkopfdrache für 3200 Punkte einen direkten Angriff auf seine Lebenspunkte starten. Aber es ist bestimmt eine Sakuretsu-Rüstung. Ja. Da habe ich ganz fest mit gerechnet jetzt. Das war echt zu erwarten. Aber Gott sei Dank haben wir ja noch den schwarzen Magier. Der ist auch stärker als alles, was Joey so hat. Es sei denn, Joey haut jetzt auch eine schwarze Totenkopf-Fusion raus. Er hat die Karten bestimmt auch in seinem Deck. So, wir können in der Zwischenzeit den Mammutfriedhof beschwören. Ein Mammut, das die Gräber seiner Verwandten schützt und absolut gnadenlos vorgeht, wenn es auf Grabräuber trifft. 1200 Punkte ohne Effekt ist nicht sonderlich beeindruckend. Oh, Pech. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht Masaki oder sowas ist, dass der Mammutfriedhof das zerstören kann, dass der schwarze Magier Lebenspunkte anweisen kann, aber nö. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Joey jetzt nichts zieht, was den Mammutfriedhof zerstören kann. Dann können wir nämlich im nächsten Zug den Flug des Drachen rausholen und haben wieder zwei starke Monster draußen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Fusion können wir leider gerade nicht aktivieren. Wir haben zwar zwei Fusionsmaterialmonster in der Hand, aber die gehören leider nicht zur gleichen Fusion. Deswegen rufen wir stattdessen den Fluch des Drachen auf das Spielfeld. Und jetzt können wir hier mal so richtig aufräumen. Es läuft gut, aber ich sollte mich echt nicht zu früh freuen. Wer weiß, was Joey in seinem Deck noch hat. Er muss jetzt nur mal ein schwarzes Loch ziehen oder ein Raigeki oder irgendwas. Und das war's dann. Oh. Jetzt wird's richtig böse. Wiedergeburt erlaubt es uns, ein beliebiges Monster von einem beliebigen Friedhof wieder aufs Feld zurückzurufen. Und ich wähle natürlich unseren schwarzen Totenkopfdrachen. Boah, guckt ihn euch mal an hier. Sieht böse aus, oder? Ich wünschte, man könnte die Zeichnung noch größer machen. Ja. Joey. War ein nettes Duell. Aber jetzt ist es vorbei. Was ist auf einmal los? Wieso haben wir da eine Zeit lang... Wieso haben wir gegen Bones und gegen Panic so unglaubliche Probleme gehabt? Und jetzt, hämmern wir uns hier durch einen Gegner nach dem anderen. Nun, Yogi, wir wussten, einer von uns musste verlieren. Aber die gute Nachricht ist, einer von uns hat auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Kumpel. Hier, nimm meine Der Ruhm der Hand des Königs Karte. Zeig es zu Croquet, dann wird er dir 3 Millionen $ als Preisgeld geben. Nein, Joey, das behältst du. Deine Schwester braucht das Geld. Yogi, ich bin nicht um das Turnier gegangen, um reich zu werden, Joey. Ich bin nur hier, um meinen Großvater und die Kaiba-Brüder zu retten. Bitte benutze das Geld für die Operation von Serenity. Als ich das Duell verloren habe, habe ich auch alle Hoffnung auf die Rettung meiner Schwester verloren. Aber jetzt... Yugi, danke! Geh jetzt und schnapp dir Pegasus! Ja, aber erst in der nächsten Folge. Dafür können wir jetzt noch das Umkehrduell versuchen. So, neues Deckrezept Joey Wheeler, klassische Fusion. Neues Battle Pack War of the Giants Reinforcements. Das ist das dritte Battle Pack, was wir freigeschaltet haben. Eins haben wir freigeschaltet, das habe ich gar nicht gezeigt. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. So, wir halten schwarzer Totenkopfdrache, Fusionsweiser und Masaki, der legendäre Schwertkämpfer. Gerade auf die letzte Karte bin ich besonders stolz. So. Kann ich euch mal zeigen. Zum einen hier die Duellanten-Herausforderung. Habe ich nebenbei mal versucht. Ihr seht, das sind die Decks, die wir freigeschaltet haben. Die, wo das kleine rote Kreuz neben dem Namen ist, gegen die habe ich verloren. Die haben mich teilweise echt abgefertigt. Mai hat mich in zwei Zügen, quasi mit einem One-Turn-Kill hat sie mich ausgehauen. Mako hat was Ähnliches fabriziert. Gegen Thea und gegen Panic hatte ich auch nicht wirklich große Chancen. Bones habe ich tatsächlich besiegt, aber ich glaube, das war auch mehr Glück als Verstand. Und Rex Raptor, das war ein ganz verdammt knappes Duell. Er hatte auch nur noch 300 oder 400 Lebenspunkte.
dann genau die eine Karte gezogen, die er noch brauchte, um zu gewinnen. Das war ein bisschen, naja. Das auf jeden Fall alles Decks. Die werde ich euch bestimmt irgendwann auch nochmal zeigen. Vielleicht, wenn wir mit den Kampagnen durch sind, da werde ich eigene Decks für basteln. Wahrscheinlich werde ich auch mehrere Decks benutzen. Also ich werde mir nicht ein Deck basteln und dann mit einem Deck hier alles durchkloppen. Wenn, dann werden wir die Decks ein bisschen variieren, damit ich euch noch möglichst viele Karten zeigen kann. Aber das ist eine Sache, die nehmen wir irgendwann in Angriff. Irgendwann nach der Kampagne. Ich weiß noch nicht, ob wir nach der originalen Classic Yu-Gi-Oh! Kampagne erstmal eine Pause machen und uns hier so ein paar Duellanten-Herausforderungen vornehmen oder ob wir erst alles durchspielen und in diese Duellanten-Herausforderungen dann quasi starten, wenn wir den Story-Modus komplett durch haben. Ja, ich plane dieses Let's Play wirklich über viele, viele, viele unzählige Folgen hier weiterzuführen. Das werden bestimmt ein paar hundert Folgen. Ich meine, wir sind jetzt in Folge... Scheiße, jetzt muss ich rechnen, ne? Wir sind jetzt in Folge 17. 10 müssten wir jetzt sein, ne? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wir sind immer noch im Königreich der Duellanten. Also bis wir den Story-Modus allein durch haben, wenn wir schon über 100 Folgen haben. Geschweige denn hier diese ganzen Herausforderungen. Dann wollte ich euch noch zeigen hier die Battle Packs. Einmal habe ich so testweise ein Ding gestartet. Ich habe ein Duell gewonnen, eins verloren. Das werde ich euch bei Gelegenheit auch nochmal alles zeigen. Das werden wir auch alles noch machen. Auf jeden Fall, dieses War of the Giants hier, dieses zweite Battle Pack, habe ich freigeschaltet. Ich habe das Tutorial-Duell spaßeshalber nochmal gespielt. Man hat nämlich die Möglichkeit, ich kann euch das mal zeigen. Man hat nämlich die Möglichkeit, dieses Spiel auch als normales Duell zu spielen, indem man ein Dreieck drückt. Und benutzt dann quasi sein eigenes Deck gegen ein Joey-Deck, aber das ist, ich habe erst gedacht, ja, das Tutorial-Deck, das war ja relativ einfach auseinanderzunehmen. Nee, dieses Deck, das hat's echt in sich. Das ist ein richtig heftiges Deck. Und als ich das besiegt habe, habe ich halt dieses Battle-Pack freigeschaltet. Fand ich sehr schön, wir haben schon wieder 6000... So, wir wollten das Umkehrduell, wir haben schon 6000 Duellantenpunkte. Wir wollten hier das Umkehrduell nochmal versuchen und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben... Weil wir relativ schnell verloren oder gewonnen haben, dann können wir noch ein paar Karten kaufen. Bevor wir uns dann in der nächsten Folge dem Millenniums-Duell zwischen Yugi und Pegasus zuwenden. Ich bin mal gespannt, ob Joeys Karten genauso nützlich sind wie die von Yugi. Das ist ja schon mal... So, das ist erstmal eine Polymerisation, also eine Fusion. Ich werde das Polymerization oder Fusion nennen. Ne? Also ich benutze häufiger mal die englischen Namen der Karten, ist euch vielleicht aufgefallen. Einfach weil ich es gewohnt bin, weil ich habe ja mal erzählt, ich spiele, normalerweise spiele ich in Englisch. Ja, Tag Force und ähnliches habe ich in Englisch gespielt. Ich bin einfach die englischen Kartennamen gewohnt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sogar ein paar japanische Karten. Die ich aber auch nur benutzen kann, weil ich halt weiß... ...was die für einen Effekt haben. Mist. Jetzt müssen wir mal gucken, das Trap Hole. Wirkt das auch bei Spezialbeschwörung? Nein. Okay, haben wir alles richtig gemacht. Und er hat den schwarzen Magier auf der Hand gehabt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch eine Sakuretsu Amo hier liegen. Schön wäre es natürlich, wenn wir auch ein Monster hätten, aber... Ach, warte mal. Eigentlich können wir unsere dritte Karte auch gleich benutzen und gucken, was Yugi da liegen hat. Was war das? Wir können dann gleich... eine Fallenkarte aufs Feld setzen. Wie uns der Staubtornado ja erlaubt. Oh Manno. Joey, dein Deck ist Mist. So, ich könnte mir jetzt noch eine Fusion auf die Hand holen. Ich denke, das werde ich auch machen. Erstmal gucken, schlimmes Desaster. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, zerstöre alle Zauber und Fallenkarten auf dem Spielfeld. So, ein Vorteil, das hier sind sogenannte Superkarten. Seeker.
die kann man zum Beispiel benutzen. Also ich habe jetzt diese Karte gezogen. Diese Karte erlaubt es mir, mein Deck nach einer Fusion zu durchsuchen und auf meine Hand zu holen. Ich habe schon eine Fusion auf der Hand. Ich habe keine Fusionsmonster. Kann man sich jetzt fragen, was will ich mit der Fusion? Aber wenn ich jetzt diese Karte aktiviere, die Fusionskarte aus meinem Deck hole und auf die Hand nehme, habe ich eine Karte weniger im Deck. Das heißt, in meinem nächsten Zug werde ich definitiv diese Fusionskarte nicht ziehen, weil ich die schon in der Hand habe. Und das heißt, dass die Chancen steigen, dass ich eine Karte ziehe, die mir jetzt wirklich helfen kann. Das ist so der tiefere Sinn dieser Superkarten. Oder auch eine Strategie, was diese Superkarten angeht. Pegasus zum Beispiel hat seinen Toon-Index. Damit kann er ein beliebiges Toon-Monster auf seine Hand holen. Und das benutzt er in der Regel, um mit dem Toon-Index einen Toon-Index zu suchen, um dann mit diesem Toon-Index den dritten Toon-Index zu suchen. Drei Karten eines Typs sind Maximum im Deck. Und dann mit dem dritten Toon-Index die Karte zu holen, die er eigentlich will. Damit hat er nämlich ein paar Karten aus seinem Deck raus und hat höhere Chancen, die Karten zu ziehen, die er haben will. Das ist eigentlich immer relativ nützlich, sowas. Ja, wir lassen den Grabräuber auf dem Feld. Wenn wir eine starke Monsterkarte ziehen, können wir den Grabräuber aktivieren und können Yugis Zauberkarte benutzen, um sie direkt aufs Feld zu bringen. Aber dazu müssen wir erstmal eine Monsterkarte ziehen. Yugi hat aber auch keine Monster mehr. Ja, er hat sein Deck ja auch mit hochstufigen Monstern vollgestopft, ne? Das wissen wir ja. So, und wir können jetzt wenigstens den Wächter des Labyrinths rufen. Der hat zwar nur 1000 Punkte, aber das sind 1000 Punkte mehr, als wir in der letzten Runde haben. Und auch 1000 Punkte mehr... nein, will ich nicht. Das nervt schon ein bisschen. Und auch 1000 Punkte mehr, als Yugi zurzeit hat. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja wirklich. Der große Vorteil von Yugis Deck ist, dass er durch seine Zauberkarten und die Fusion starke Monster ohne Kosten aufs Feld bringen kann. Der Nachteil ist, dass er viele starke Monster hat und wenn er die entsprechenden Zauberkarten nicht hat, so wie im Augenblick, kann er nichts machen. Ist das eine Fusion, die wir rufen können? Nein. Was sind eigentlich unsere Fusionen? Der tausendjährige Drache? Gilt? Ja, Beschützer des Throns brauchen wir dafür, okay. Flammenschwertkämpfer, ja, und der Totenkopfdrache. War eigentlich klar. So, Masaki. Und weiter geht's. Das Schöne ist, wir haben jetzt zwei Monster auf dem Feld, die beide Bestandteil einer Fusion wären. Das heißt, wenn wir jetzt das entsprechende Partnermonster ziehen, könnten wir direkt fusionieren. Und ein stärkeres Monster rausholen. Das sind alles relativ schwache Fusionen, aber wenn das alles ist, was Joey hat, dann ist das alles, was Joey hat, versteht ihr? Wir müssen nur hoffen, dass Yugi weiterhin so ein Pech hat, was das Ziel angeht. Ja, und da hat uns unser Glück verlassen. Jetzt ist Yugi nämlich am Zug, jetzt hat er das stärkste Monster auf dem Feld. Und wir müssen jetzt hoffen, dass wir was Vernünftiges ziehen. Wir haben ja ein paar gute Karten im Deck. Es bringt uns natürlich nichts, die Karte durch die zu ersetzen. Quasi wieder die gleiche Karte auszuspielen, die wir eben gerade verloren haben. Da haben wir nichts von. Aber diese ständige Nachfrage, ob ich den Karteneffekt aktivieren will, die nervt schon. Ich meine, muss ja sein, weil es kann ja sein, dass ich den hier jederzeit aktivieren will, wenn es möglich ist. Aber letztendlich, es nervt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt haben wir ein Problem, Leute. Immerhin etwas. So, Schild und Schwert. Tauscht die Angriffs- und Verteidigungspunkte aller Monster auf dem Feld. Das bedeutet, dass mein Wächter des Labyrinths jetzt genauso stark ist. Oh nein. Wie Yugis herbeigerufener Totenkopf. Und wir damit wenigstens die Gefahr einmal vom Feld kriegen können. Jetzt haben wir zwar beide keine Monster, aber gleichzeitig haben wir auch beide keine Monster. Und wir wissen ja, Yugi hat zurzeit ein bisschen Probleme mit damit, irgendwelche Monster auszuspielen. Außer er hat jetzt wieder eins gezogen. Es sieht aber nicht danach aus. Er hat lediglich eine Fallenkarte gespielt oder eine Schnellzauberkarte. Und wir ziehen den Flammenmanipulator. Ich muss wieder sagen, ist besser als gar nichts.
Wir haben Yugi schon auf die Hälfte seiner Lebenspunkte runtergekämpft. Und sobald wir ein hochstufiges Monster ziehen, ich baue da vor allem aus den schwarzen Rotaugendrachen, können wir unseren Grabräuber aktivieren, um mit Yugis Zauberkarte den Drachen direkt auszuspielen. Das wird er uns natürlich nicht gestatten. Jetzt bringt uns auch der Drache nichts. Oh nein. Und da ist der schwarze Totenkopfdrache einmal mehr auf Yugis Seite des Spielfeldes erschienen. Also Yugis Deck ist besser als Joeys, definitiv. Ich bin überhaupt überrascht, dass wir uns so gut halten konnten bisher. Aber unser Glück hat uns jetzt verlassen. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt davon nochmal erholen können. Toll. Ich bin begeistert. Oh Mann, oh. Ach, warte mal. Ich aktiviere den Grabräuber und hole mir Monster-Reanimation. Anschließend bezahle ich 2000 Lebenspunkte, um Monster-Reanimation aktivieren zu können. Und beschwöre von Yugis Friedhof den schwarzen Rotaugendrachen aufs Feld. Anschließend aktiviere ich meine Fusion und fusioniere mein Rotauge und meinen herbeigerufenen Totenkopf, um meinen eigenen schwarzen Totenkopfdrachen aufs Feld zu bringen. Pat, mein Freund. Ich weiß nicht, ob Yugi es riskieren würde, jetzt anzugreifen. Nur wenn er jetzt ein Monster zieht, dann macht das wahrscheinlich. Die Chancen steigen. Ja, er hat nämlich auch Angst. Alter! Er hat nämlich auch Angst davor, jetzt sein einziges Monster hier wegzubashen. Und dann nichts zu haben, womit er mich angreifen kann. Oder sich selber verteidigen. Und da ist Beschützer des Throns. Das Pad geht weiter. Ich zerstöre seine verdeckte Karte. Er wird meine verdeckte Karte zerstören. Das nächste Monster behalte ich auf der Hand. Kann ich ja eh nicht viel mit anfangen. Aber wir haben ja unser Rotauge noch nicht gezogen. Das heißt, wir können potenziell noch einen zweiten schwarzen Totenkopfdrachen aufs Feld rufen. Das Duell wird nochmal spannend. Ah, Yugi immer mit seinen Karten. Yugi hat natürlich die gleichen Möglichkeiten und das ist bestimmt Mirror Force. Ich gehe immer davon aus, dass das Mirror Force ist. Was soll's? Echt, was soll's? Zeitzauber! Bumm! Oh, und er hat Kuribo. Das ist gemein. Naja, aber der Zeitzauber geht durch. Ha! Alter, dass das wirklich funktioniert hat. Wir kommen nochmal zurück ins Duell, Leute. Wir kommen wirklich nochmal zurück. Wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Und jetzt... Fusion! Wir rufen den tausendjährigen Drachen aufs Feld. Eine weitere Signaturkarte von Joey, allerdings nur im Königreich der Duellanten. Danach hat er die gar nicht mehr so wirklich benutzt. Da hat er andere Karten gehabt. So, und wenn Yugi jetzt nicht irgendwas hat, um diesen Angriff aufzuhalten, haben wir gewonnen. Dann haben wir dieses Duell wirklich gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich mal Spaß gemacht. Es war nicht unfair, es war nicht nervig. Es war einfach nur ein schönes Duell. Yami Yugi, der Totenkopfdrache, neues Rezept entwickelt.
Signaturkarte Dunkler Gelehrter, neue Karte Macchio der magische Nebel und der Drachenfluch. Und 1000 Punkte. So Leute. Ich werde mir jetzt im Kartenshop für meine 7000 Duellpunkte, die ich wieder angesammelt habe, wieder Karten kaufen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Millenniumsduell zwischen Yugi und Pegasus. Bis dann.